Hallo ihr Lieben, hier ist der Matthias. Ich war mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs und habe verschiedene Wildpflanzen gesammelt. Das will ich euch mal nacheinander zeigen. Also die ich dann auch später zeige ich euch auch zu einem Salat verarbeiten werde. Machen wir mal nacheinander, was ich da so gesammelt habe. Zeig dir das mal hier. Vielleicht kannst du es sehen. Die solltest du oder wirst du sicherlich kennen. Das ist der Sauerampfer. Ich persönlich mag den sehr gut. Schau mal, hier so sehen die Blätter aus. Also kennst du wahrscheinlich, der wächst so häufig an, ja, Flussufern, auf Wiesen teilweise. So sehen dann die Blütenstände aus. Na, habe ich mal ein paar abgemacht. Die tue ich persönlich nicht verarbeiten. Sauerampfer, wie der Name sagt. Recht sauer. Allerdings, sage ich mal, von diesen Blättern, das ist mir persönlich ein angenehmer säuerlicher Geschmack, also stört mich nicht. Gerade wenn man das in Salat mit drunter mischt, jetzt alleine aus dem einen Salat machen, ja, das würde ich vielleicht auch nicht, aber zum drunter mischen finde ich ihn sehr schmackhaft. Die hier, wie gesagt, die Blütenstände, die stehen dann so hoch, ne? Zeige ich dann ganz am Schluss auch nochmal von jeder Pflanze, die ich jetzt vorstelle, ein paar Bilder dazu, da siehst du das. Die habe ich nur so mitgebracht. Die tue ich nicht verwenden, weil hier, das geht dann ins Bittere. Also es ist auch säuerlich, aber dann so säuerlich bitter. Und ja, das mag ich dann so am Salat dann doch nicht. Ja, habe ich hier eine ganze Schüssel voll gesammelt. Werde ich mir, das esse ich natürlich nie alles heute. Die werde ich dann in einer feuchten Schüssel noch in meinem Organkasten, den ich habe, Organenergiekasten, über Nacht aufheben. Und da denke ich mal, dass ich da morgen auf alle Fälle nochmal Salat davon essen kann. Na? Also ganz feine Sache, Sauerampfer wollte ich dir vorstellen. Was hier noch zu sagen ist zu diesem Sauerampfer, ne? Der enthält Oxalsäure, also ähnlich wie der Rhabarber, der das halt auch hat, allerdings in geringeren Mengen. Und das solltest du vielleicht beachten, dass du den nicht tagtäglich über einen längeren Zeitraum konsumierst. Die Oxalsäure soll dann über einen längeren Zeitraum die Nieren halt schädigen. Aber, sage ich mal, der Gehalt, ich hatte noch nie irgendwie Probleme gehabt. Wie gesagt, wenn du das kurzfristig dir mal da ein bisschen was pflückst, und das nicht gerade monatelang jeden Tag diesen Sauerampfer ist, dann sollte das kein Problem sein. Na? Gut, was haben wir noch? Hier, das habe ich auch schon mal vorgestellt. Habe ich auch jede Menge gepflückt. Das ist der liebe Giersch. Na, siehst du hier. Was ich da gepflückt habe, ist natürlich nicht die älteren Blätter, sondern gerade das, schau mal, ne, so das frische Grün, die zupfst du dir ab. Ne? Der wächst meistens auch, also wie so ein Teppich, weil der sich über die Wurzeln halt auch vermehrt. Das heißt, du kannst den eigentlich nicht übersehen und es soll zwar Verwechslungsgefahr bestehen, aber mir ist das noch nicht aufgefallen. Also, weil wie gesagt, weil der selten
eine Pflanze alleine steht, sondern das ist dann oft wie ein Teppich, dass das sich ausgebreitet hat. Und da kannst du ja, eigentlich nicht verwechseln. Also mir ist das zumindest noch nicht passiert. Sehr gesund, na, hatte ich ja gesagt. Viele Vitamine drin, Mineralstoffe, auch ein relativ hoher Eiweißgehalt, was für Pflanzen wichtig ist, also gerade für Leute, die sich ja, vegan ernähren. Da ist das halt auch eine pflanzliche Eiweißquelle hier. Ja. Außerdem sehr eisenhaltig, also auch für die Eisenversorgung, fürs Blut, für unser Blut, für die Regeneration des Blutes, ist der hier sehr gesund. Ne? Giersch habe ich noch. Was haben wir noch? Habe ich hier noch einen Teller, das will ich dir mal zeigen, nacheinander. Ich hoffe, du kannst das sehen. Das sind verschiedene Sachen drauf. So, ich halte das mal in die Kamera und rede ein bisschen drüber. Hier Gänseblümchen, die kennst du sicherlich. Die sind vom Geschmack her, ja, erinnern auch so ein bisschen an Petersilie. Deswegen gebe ich die gerne, so wie du hier siehst, ne, so eine, gerade mal so eine Handvoll, bisschen was gepflückt. Die kommen an den Salat mit dran. Ne? Was du hier siehst, das ist die weiße Taubnessel. Ich zeig dir mal. Ich hoffe, du kannst sehen. Na, die weiße Taubnessel, auch eine sehr schöne Pflanze. Und auch wenn du dir hier, sage ich mal, die Blüten anguckst, na, die sehen wunderschön aus von der Taubnessel. Und wenn du hier, ich mache mal zwei ab, pflück die mal ab. Und wenn du die kaust oder isst, schmecken die leicht süßlich, also angenehm. Ne? Ist klar, wenn ich mir das an den Salat dran mache, wird das natürlich auch alles klein geschnitten. Ne? Ja, und ansonsten, was du auch essen kannst, was du hier vorne siehst, das ist vom Beinwell, habe ich mir oben die Triebspitzen abgemacht. Guck mal, das sind auch wunderschöne Blüten hier. Ja, was ich jetzt nicht mit verarbeite, wenn du hier guckst, das sind dann hier diese Stängel. Sage ich mal, die schneide ich hier ab, aber die Blätter kannst du verwenden, gerade die zarten Blätter von ganz oben, von den Triebspitzen und ja, auch die Blütenknospen bzw. die Blüten, die kannst du wunderbar alle zu einem Salat verwenden. Ne? Beinwell ist vielleicht auch so eine Pflanze, ich sag mal, da würde ich jetzt keinen puren Salat draus machen. Wenn man die hier anfasst, dann sind die Blätter so behaart. Ne? Das ja, stört sich der Mund vielleicht dran. Aber wie gesagt, das wird ja alles klein geschnitten und als Zugabe mit zum Salat ist das eine wunderbare Sache. Ne? Die großen Blätter, also weiter unten dann, da hat er so richtig große Blätter. Die nutze ich persönlich nicht. Ja, also das ist auffällig hier, dass die so behaart sind. Ja, steht im Buch, man müsste aufpassen. Das ja, stimmt auch, würde ich sagen, im zeitlichen Frühjahr besteht die Verwechslungsgefahr mit dem Fingerhut, wo die Blätter naja, ähnlich aussehen, aber ganz ehrlich, ich sag mal, ich persönlich erkenne da den Unterschied, weil von Fingerhut sind die Blätter rundlicher und also bauchiger und hier siehst du ja, ne, wenn du das hier dir anguckst, von Beinwell, die sind eher länglich,
Ja, und die unten, die größeren, haben im Prinzip dieselbe Form. Also aus meiner Sicht kann man es eigentlich gar nicht verwechseln. So, wie gesagt, auch die Blüten hier der Taubnessel, die kannst du ja anderweitig verwenden, wenn du die abzupfst und machst die ans Wasser dran, dann, na, bekommst du natürlich auch so einen leicht süßlichen Geschmack dort. Ich persönlich schneide das auch alles klein und kommt an Salat mit dran. Ja. Gut, den Teller habe ich euch gezeigt. Was haben wir noch? Hier habe ich auch abgezupft. Das erkennst du sicher auch. Das sind Lindenblätter. Ja. Wo ich das abgemacht habe und wo du jetzt im Mai noch, guck mal hier, schöne, schöne Plattform, ne? Linde, also kennt eigentlich jeder. Wo ich die jetzt abgemacht habe, ist an Bäumen wachsen häufig unten so, dann kommen Triebe raus. Ne? So, und das sind so kurze Büschel. Da habe ich mir ein paar abgemacht, habe die jetzt hier erst einmal ins Wasser gestellt. Wie gesagt, weil ich es ja auch nicht alles heute verarbeiten werde. Ich werde einen Teil davon zu Salat halt machen. Und geschmacklich, ja, sind die auch angenehm. Ne? Ja, also relativ zart. Von den Baumblättern würde ich sagen, sind das schon die zartesten. Also wenn du von den Bäumen irgendwas essen möchtest, ja, Blätter halt, dann eignet sich die Linde am ehesten dafür. Und wie gesagt, nimm dann auch, du siehst vielleicht hier die Triebspitzen, also dort, wo die frischen kleinen Blätter, die sind besonders zart, die kannst du nehmen. Na, hier siehst du diese größeren, wie du hier siehst, ja, die tue ich in aller Regel nicht. Dann die älteren Blätter tue ich nicht verwenden. Ne? Aber das kann man machen. Was ich auch mir wieder besorgt habe, jetzt um die Jahreszeit schmeckt das wirklich noch sehr gut. Das ist die Schafgarbe. Schau mal. Und weil die schnell dann doch die Köpfe hängen lässt, habe ich die, so wo ich zu Hause war, die erste Mal in Wasser gestellt. Auch ganz, ja, wenn du dir die Blätter anguckst, ganz typische Blätter, ganz, ganz lang und schlank. Und jetzt um die Jahreszeit, wie gesagt, ist die Pflanze ja, noch recht zart. Die wächst ja dann bis ja weit in Oktober, November rein. Also manchmal sieht man sie sogar auch noch im Dezember, wo dann die Blüten oben, die weißen, in der Regel sind es die Weißen, sich da bilden. Ja, also, und jetzt hast du, wie gesagt, das kannst du auch ins Wasser einlegen und damit dein Wasser energetisieren, kannst du auch machen. Ne? Beziehungsweise eben, ja, schneidest das zu Salat. Also ist auch eine sehr gesunde Heilpflanze, Wildkräuter, sag ich mal, sind das, ja, also die mache ich auch mit an den Salat dran. Ja, und dann habe ich noch was Feines, wie ich finde. Also für mich jedenfalls, schau mal hier. Das ist die gewöhnliche Sumpfkresse. Also ich bin ja jetzt mit dem Fahrrad Richtung Pirna gefahren, wo ich jahrelang gewohnt habe. Ja, ich halte es mittlerweile ein bisschen in der Kamera, wo ich jahrelang gewohnt habe.
Und ich habe mir diese Pflanze schon ein paar Mal ja, gepflückt und wusste immer nicht, was es ist. Ich dachte, ist es irgendwie eine Kohlart oder Wegrauke oder sowas, dachte ich. Aber jetzt habe ich mir das im Buch genauer angeguckt und das ist die gewöhnliche Sumpfkresse. Das passt auch zum Standort, wo ich die dort gepflückt habe. Schau mal, die hat auch dann oben so kleine gelbe Blüten. Na, siehst du so vier Stück, wie so ein ja, Kleeblatt angeordnet. Ja, die wächst oft an Teichufern, an Flussufern und dort habe ich die auch gefunden. Also dort in Pirna, liegt ja an der Elbe. Da bin ich dann immer an der Elbe, sage ich mal, an den Elbwiesen lang gegangen und dort findet man die. Jetzt hier, wo ich jetzt wohne, habe ich sie noch nicht gesehen. Hier. Also das kann sein, dass das eben der Standort wirklich eher in Wassernähe ist. Und die eignet sich auch sehr gut. Kannst du als Suppengewürz meinetwegen dran machen. Die schmeckt so, naja, kresseartig, senfartig, also schon hat eine Schärfe. Ist nicht jedermanns Sache. Aber mir persönlich schmeckt das ganz gut. Und deswegen ja, mache ich die auch gerne an den Salat dran. Na? Weil da gibt's, hast du gleich eine Würze mit dran. Und was du von der Pflanze am besten erntest, sage ich mal, na, das sind jeweils hier oben, hab ich die abgeschnitten. Na, das sind die zartesten Teile. Na, tue ich auch klein schneiden, ja, wunderbare Schärfe am Salat und wie gesagt, du kannst auch als Suppengewürz dran machen. Habe ich mir hier, zeige es dir nochmal, na, die gewöhnliche Sumpfkresse, einen ganzen Teller voll gepflückt und die werde ich dann auch nochmal mit Wasser abspülen. Und den Teil, den ich heute nicht zu einem Salat verwende, dass ich den dann morgen noch verwenden kann. Gut, also das wollte ich euch noch zeigen, finde ich ja eine sehr feine Pflanze mit einem schönen Geschmack. Na? Ja, ihr Lieben, also das heute mal kein Löwenzahn mit dabei. Wie gesagt, ich bin mit dem Fahrrad woanders hingefahren, da habe ich einfach mal ein paar andere Sachen gepflückt. Manches ja, wie die Schafgarbe, na? Die kann man ja auch an verschiedene Salate dran machen. Was ich das letzte Mal eben auch nicht hatte, ist dieser Sauerampfer, den ich eben auch sehr mag, sage ich mal. Ja, ja, also das wäre ich, zeige ich euch dann auch noch ein paar Bilder, so wie der fertige Salat vielleicht aussieht. Und ansonsten zeige ich euch noch ein paar Bilder zu jeder Pflanze, wo ich die gepflückt habe. Na? Und wie gesagt, nutz das gerade im Mai jetzt, findest du an so vielen Stellen, gibt also bietet die Natur wirklich so viel, was du an Essbaren, ne, auch was durchaus schmackhaft ist und eben ja, wie das hier, wie die Lindenblätter zum Beispiel eben auch sehr, sehr zart. Und wenn du da verschiedene Sachen pflückst, da kannst du mit einem Salat auch immer wieder ein bisschen variieren. Und ansonsten zeig da nochmal das Buch, also zur Bestimmung. Ich meine, manche Sachen, na, wie Lindenblätter, das erkennt jeder, auch die Schafgarbe, würde ich sagen. Es sollte kein Problem sein, der Sauerampfer dürfte kein Problem sein. Wo ich jetzt auch das Buch, da habe ich wirklich ein bisschen gucken müssen, ist eben hier bei dieser gewöhnlichen Sumpfkresse.
weil es da ähnliche Pflanzen gibt mit eben auch, die dann oben so gelb blühen. Ja, da war ich mir wirklich nicht sicher und ich habe es mir eine ganze Weile angeguckt und durchgelesen und bin mir jetzt sicher, dass das eben die gewöhnliche Sumpfkresse ist, weil das vom Standort her eben auch passt. Gut, soweit mal für heute. Bis bald.